Jizya, sie zahlen weniger Steuern als die Muslime. Toll. Und wenn sie das heißt, Steuern zahlen, kriegen sie noch einen Nackenklatscher und müssen sich kennzeichnen und müssen auf einen Esel statt auf ein Pferd, dürfen nicht bewaffnet sein. Sie dürfen sogar, also aus... Dürfen kein Gebetsruf machen, dürfen keine Kirchen bauen, so viele erniedrigende, also das kann ich aus, also islamisch, aus islamischer Jurisprudenz, im Islam gibt es für die Muslime Zakatul Mal, das heißt Steuer, wenn sie... Besitz. Genau, sehr gut. Kannst du auch, sehr gut. Zakat, jüdische, das habe ich auch euch gesagt. Budi, ich habe... Andalusien. Ich hab, dass die Blütezeit unter den Juden teilweise unter den Muslimen waren, wo sie große Wissenschaftler und viele Sachen herausgekommen sind. Weißt du unter den Muslimen, nicht unter den Christen. Warum? Weil... Jetzt kommt es vereinzelt. Jetzt gibt's wieder es gab vereinzelt Juden und Christen, die extrem gut ausgebildet waren. Das waren Top-Leute, zum Beispiel Verwaltungsbeamte. Die konnten Sachen, was die Muslime gebraucht haben und wo sie keine eigenen Muslime hatten. Und da haben sie gesagt, komm, soll der Jude für uns arbeiten, soll der Christ für uns arbeiten. Ja, aber das war hör zu! Und aber dann, das ist zum Beispiel in diesem Deuteronium, wo gesagt wird, und wenn dein Herr dir befiehlt, gegen die... In welchem Zusammenhang überhaupt? Im globalen Zusammenhang. Da geht es da steht ja, so sollst du mit den Städten um dich herum verfahren. Aber wem hat Gott das gesagt, in welchem Zusammenhang? Das wurde gesagt zu Moses, dass er in den Kampf zieht, aber... Zu Moses und seinem Volk, dass er in den Kampf zieht, aber nicht für alle Zeiten an alle Christen. Aber Vorsicht, von 30, also du denkst, dass knapp 95% der Anschläge in Deutschland islamisch motiviert sind. Ich bin überzeugt davon, dass die islamischen Anschläge, dass die islamisch motivierten Anschläge weniger sind als die rechtsmotivierten oder linksmotivierten. Ich würde davon voll überzeugt sein. Ja, Buddy, für mich geisteskranker Psychopath. Ja, aber Moslem. Er ist Moslem, Mann. Aber man muss schon Moslem unterscheiden. Man muss ja schon unterscheiden. Warum sind so viele Moslems? Man muss ja schon unterscheiden. Aber ich bin überzeugt, das können wir einfach überprüfen, ob quasi Rechtsextremismus links ist. Und ich würde überzeugt davon sein, dass es, wenn ich wirklich denken würde, würde ich sagen, unter 5%. Würde ich echt denken. Schauen wir mal. Also quasi Messerattacken. Wie oft wurdest du auf der Straße angegriffen? Du bist ja als Moslem erkennbar. Ja, Woody, aber ich bin nicht auf einer Schiene wie du unterwegs. Würde ich auf einer sehr provokanten Schiene unterwegs sein, würde ich bestimmt oft angegriffen werden. Ich wurde noch nie angegriffen von Moslems. Ich sag doch nicht, dass ich angegriffen wurde. Ach so. Ich wurde nicht angegriffen. Ja, siehst du, dann passt ja. Muslime sind friedlich. Ja, genau. Beim Fußball bist du für Deutschland und so weiter. Gell? Genauso. Ja, eigentlich schon. Eigentlich passt immer. So. Außer bei Algerien-Deutschland-Finale. Wieso Algerien? Algerien-Deutschland. Warum bist du für Algerien? Ja, oder Algerien. Du bist kein Algerier. Ja, aber trotzdem. Algerien und Palästina sind ungefähr genauso weit entfernt wie Algerien und Deutschland. Aber ich habe mich gefreut, dass Muslime mal vielleicht endlich an den Pokal kommen. Ah, siehst du, deine letztendliche Loyalität gilt dann wieder doch Muslimen. Oh mein Gott, ja, das ist schlimm. Oh mein Gott. Ja, ist jetzt schlimm. Hast du mich aber echt hart. Ist nicht schlimm, aber du siehst, gibst es selbst zu. Wo ist Marokko gegen... Wen haben die gefightet? Kroatien. Nein, wo haben sie verloren? Kroatien. Die haben doch nicht gegen Kroatien verloren. Marokko hat gegen Kroatien Platz 3 verloren. Gegen wen haben sie? Also, Platz 3, was ist davor? Kroatien. Davor. Ach so. Frankreich. Ah, Frankreich, ja, Frankreich. Und da zum Beispiel. Frankreich genauso viele Muslime wie bei Marokko. Ja? Fertigung sein, weil du weißt ja, was meine Position da ist. Einfach, dass ich den Leuten sage, geht da weg. Gibt ihnen keine Aufmerksamkeit, geht da weg. Entweder ihr könnt vernünftig. Du bist so gnädig, entweder du kannst vernünftig diskutieren oder du gehst da weg. Ja, das ist die Isambayan-Methode. Er hat die Leute wegschicken, weglaufen. Hat er recht. Ja, entweder du kannst vernünftig mit ihnen reden oder geh nach Hause. Kann man nicht vernünftig und mit uns reden. Ich kann es, aber manche können es nicht. Ja, ist doch deren Pech. Ja. Wenn sie nicht ruhig bleiben können und aggressiv werden. Aber auf jeden Fall, also ich. Das ist der Islam. Ja, aber du weißt, dass politischer Islam ist eine Begrifflichkeit, die man einführen musste, weil es rechtlich sehr problematisch ist, wenn man allgemein gegen Islam schießt. Ja, weil die islamische Lobby schon so stark ist, dass sie schon ihren Einfluss auf höchster Ebene in der Rechtsprechung und in den Gesetzen schon da gewirkt hat, dass wir nicht mal mehr offen Islam kritisieren können. Gute Arbeit macht ihr. Ich sag dir ernst. Schau mal, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Bei Weihnachten, frohe Ostern. Wie viele Politiker gratulieren? Paar. Ramadan, Eid und so weiter. Boah,
von CDU bis CSU mittlerweile. Oh, ich wünsche allen Muslim, ich wünsche allen Muslim. Yeah. Ja, siehst du. Super, super. Super. Schon Lobby. Gratulation, gute Lobbyarbeit macht ihr. Ihr macht so viel Druck und so viel Ding, dass sich alle jetzt mittlerweile bei euch einschleimen. Von Grün bis CDU. Ich kenne keine. Wieso hast du da so Angst? Das mit der. Ich habe keine Angst, Mann. Glaubst du, sehe ich aus, als ob ich Angst habe? Aber wenn wir doch friedlich miteinander sind und alles cool, aber und er sagt, ich dabei bleiben. Du kannst mich nicht einschläfern. Du machst gerade so Einschläfer, so Schlaftabletten. Schlaf, Infant, Schlaf. Nein, aber du versuchst mir Schlaftabletten. So, na, wir wollen doch nichts und so weiter. Bitte, Ennis, erzähl mir nichts. Brudi, was erzähl will ich mir nichts. Ich war selbst in den Moscheen, ich weiß. In den Moscheen wird gesagt, wir wollen Deutschland erobern, oder ja, wie? Ja. In den Moscheen wird jetzt. Ja. Also ich gehe seit. Spätestens, wenn ihr die Mehrheit seid oder okay, ein großer Teil, dann ja. Okay, in welcher Moschee hast du so etwas gehört mit, wir wollen Deutschland erobern? In vielen Moscheen. In also Berlin, ich gehe seit 10 Jahren. Es sind immer mehr. Es sind nicht mehr 6 Millionen, das ist auch weitere Schlaftablette. Ah, es sind nur 6 Millionen, schlaft weiter. Es sind viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Also